Einen wunderschönen guten Morgen. Wo gehen wir jetzt hin? Tiefgarage. Fahren zum Training. Was steht heute am Programm? Eine Untersuchung, Sprungtest und Laktattest. Ja, erzähl mal, wie war dein Urlaub? Sehr gut. War schön, mal die ganzen alten Gesichter zu sehen. Seychellen auch top. Hat ein bisschen geregnet, aber war trotzdem sehr schön. Also für jeden, der relaxen will, kann da gerne hin. Und Kreta, Griechenland, war halt auch einfach top. Top Wetter, 30 Grad, blauer Himmel. So, mal mehr. Neuer Trainer, neues Trainerteam. Hat sich auch viel verändert in der Kabine. Aber ich glaube, es wird uns auch gut tun, gerade nach der letzten schwierigen Saison. Mal sehen, wie es wird. Ich denke, es wird gut. Es ist immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen, U21. Ich freue mich immer, dabei zu sein. Wenn der Trainer mich nominiert, dann gebe ich Vollgas. Es ist immer schön, auch da zu sein mit den ganzen anderen Teamkollegen. Man hat immer Spaß. Und ich meine, jetzt haben wir auch das EM-Ticket. So besser kann es nicht laufen. Thank you.
trinke jetzt ein bisschen. Zum Laktattest. Dein Lieblingstest? Gar keine Lust, aber was muss das müssen haben? Wie gesagt, wie vorhin gesagt, kurz sterben gehen. Was wird da genau gemacht? Wir laufen mal verschiedene Stufen. Ich glaube, die erste Stufe nur 3 Minuten und die nächsten 5 dann 5 Minuten. Und dann wird zwischen den ganzen Stufen immer Blut am Ohr abgenommen. Und dann können die gucken. Ich weiß nicht, was sie gucken, aber ich kann auf jeden Fall irgendwas gucken. Fans, ich hoffe, dieser kleine Einblick in meinen Tag hat euch gefallen.